schlechte Nachrichten für die Ampel. Die hatte eigentlich ja Großes vor. Mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. Spannende Idee, steht aber auf der Kippe. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat dazu jetzt nämlich mehrere Gutachten veröffentlicht. Bestellt hat die seine Partei. Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Ich bin gegen die Freigabe von Drogen, liebe Freunde. Bin dagegen. Hi dagegen, ich bin Philipp. In den Gutachten steht, alles nicht so einfach. Die Freigabe könnte sogar gegen das Völkerrecht verstoßen. Wir haben uns dazu alles erklären lassen vom größten Crystal Meth-Experten Deutschlands. Crystal Meth ist das eher so auf dem CSU-Parteitag, habe ich gehört, ist ganz groß. Okay, aber er kennt sich immerhin mit Betäubungsmittelrecht aus. Wie die CSU bei dem Thema gerade die Ampel nervt, was unser Experte zu den Gutachten sagt und warum Karl Lauterbach vielleicht der neue Andi Scheuer wird. Jetzt. Ich bin gegen die Freigabe von Drogen, liebe Freunde. Bin dagegen. Abfahrt. Bin dagegen. So delicious. What a wonderful man. Uberts, das Vorherbild zu vier leeren Pizzakartons und auf dem Boden einschlafen. Die CSU treibt bei dem Thema gerade ordentlich die Ampel vor sich her. Für Buschmann, Lauterbach und Co. hagelt es schlechte Schlagzeilen. Cannabis-Watschen für Ampel. Legalisierung verstößt laut Bundestagsgutachten gegen EU-Recht. Bundestagsjuristen, Cannabis-Legalisierung verstößt gegen EU-Recht. Okay. Auslöser sind, wie gesagt, Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Zusammengefasst steht da, eine Legalisierung könnte gegen das Völkerrecht verstoßen. Und sie könnte vor dem Europäischen Gerichtshof scheitern, so wie die Pkw-Maut. In Auftrag gegeben wurden die Gutachten von ihm hier, CSU-Mann Stefan Pilsinger, hier zu sehen, wie er beim CSU-Weihnachtswichteln Markus Söder gezogen hat. Der fügt sich damit perfekt in seine Partei ein. Die CSU ist gerade auf einem richtigen Anti-Drogen-Trip. Am Wochenende hat Markus Söder beim CDU-Parteitag schon mal ordentlich auf den Putz gehauen und seine persönlichsten Drogenerfahrungen geteilt. Wer ein Gesicht eines Menschen gesehen hat, der unter Crystal Meth leidet, kann nur eines sagen. Ich bin als Jugendlicher, habe ich dieses Buch Christiane F. für Kinder vom Bahnhofszoo gelesen. Was ist denn der Bahnhofszoo? Und abgesehen davon, in dem Buch sind doch keine Bilder drin. Oder hat er etwa das hier gelesen? Chrissy F. und die Strolche vom Bahnhof. So. Das Kinderbuch freigegeben ab 0 Jahren. Auf jeden Fall reißt sich Söder das ganze Thema unter den Nagel. Bei der letzten Wahl haben die Leute für Söders Geschmack nämlich zu viel gemeckert. Union. Gibt ja keine Unterschiede mehr. Klingt alles gleich. Soll ich überhaupt wählen, ja? Außer den hübschen Gesichtern, sonst. Das war das Original. Er äfft da seine Wählerinnen und Wähler nach. Schon irgendwie cool. Was hat er sonst noch gesagt? Ich wurde in letzter Zeit immer wieder gefragt. Markus, warum hast du dem Malulis seine Videos nicht abonniert? Die sind auch witzig. Die machen dreimal die Woche ein Video, auch wenn sie keine schönen Gesichter haben. Seit 2018 habe ich Malulis abonniert. Und das solltet ihr auch. Markus Söder nutzt das Drogenthema, um sich von der Ampel abzugrenzen. Und da passt dann das Gutachten perfekt rein. Sagen nicht wir, sondern Söder. Wir müssen uns mit allem, was wir haben, gegen die Freigabe von Drogen wehren, liebe Freunde. Das ist ein Unterschied von uns zu den anderen. Also viel Wind, den die CSU da gerade um die Legalisierung macht. Thema Völkerrecht. Da gibt es zwar alte Verträge mit der UN, die Deutschland brechen würde, weil die UN sagt keine Drogen, aber das hätte gar keine allzu großen Konsequenzen. Weil im Endeffekt die UN, das UN-Völkerrecht ist in dem Fall jetzt nicht bindend, die können nicht zwingen, die können auch keine Strafen auferlegen. Das Einzige, was die können, ist öffentlich rügen. Das heißt, faktisch ist nichts. Kanada hat die Verträge zum Beispiel einfach ignoriert. Die UN ist jetzt ein bisschen sauer, machen kann sie aber quasi gar nichts. Für Deutschland wäre Ignorieren trotzdem keine echte Option. Da ist natürlich das Problem, dass die Bundesrepublik Deutschland immer so irgendwie ein bisschen so der
Völkerrechts- und Regel-Nazi ist. Das heißt, wenn ausgerechnet wir uns jetzt über so einen Vertrag hinwegsetzen, nur weil es nicht sanktioniert wird, das wäre natürlich dann schon fatal. Ja, Völkerrecht zu brechen, das wäre also sehr unelegant. Aber es gibt da noch einen besseren Weg. Einfach aus dem Abkommen austreten und dann mit einer Ausnahme wieder eintreten. Kein Scheiß. Bolivien zum Beispiel hat genau das so gemacht. Das mit der UN sollte sich also irgendwie regeln lassen. Das größere Problem ist die EU, vor allem das Schengener Abkommen. Mit dem beschäftigt sich das zweite Gutachten. Da heißt es, dass sich alle Mitglieder verpflichten würden, die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art, einschließlich Cannabisprodukten, sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden. Ja, richtig, weil sonst würde Party gemacht. Und im Gegensatz zur UN hätte die EU auch was gegen Deutschland in der Hand. Die anderen Staaten könnten dann dagegen klagen. Und das könnte dann zu sowas hier führen. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Deutsche Pkw-Maut verstößt gegen EU-Recht. Tja, manche Expertinnen und Experten sehen daher nur eine Lösung. EU-weit Mehrheiten beschaffen und die Verträge ändern. Es gibt aber auch andere Stimmen. Den Juraprofessor Kai Ambos zum Beispiel. Der macht ziemlich deutlich, was er von dem Papier hält. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat ein Gutachten zu Cannabis-Legalisierung veröffentlicht, wobei von einem Gutachten im wissenschaftlichen Sinne keine Rede sein kann. In dem Artikel weist Professor Ambos auf eine entscheidende Kleinigkeit hin. Laut EU-Verträgen sind ja nur die unerlaubten Aktivitäten verboten. Also, Cannabis ist verboten, weil es unerlaubt ist. Heißt im Umkehrschluss, man müsste es einfach nur erlauben. Der EU-Rahmenbeschluss, der will ja nur den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln kriminalisieren. Aber wenn es rechtliche Rahmenbedingungen hat, dann ist es ja eben berechtigter und legaler Verkauf von Betäubungsmitteln. Bedeutet, das Gutachten stößt nicht unbedingt auf Gegenliebe. Man spricht sogar von 9 Seiten Substanzlosigkeit. Ja, und das Dokument liegt der Redaktion vor. Hier, schaut mal, hier haben wir sie. Die 9 Seiten Substanzlosigkeit. Oh, das ist ja toll. 9 Seiten ist ja sehr beeindruckend, Markus. Weit gefehlt, Philipp. Denn wie du siehst, eine Seite ist schon mal das Deckblatt. Das zählt alles mit. Dann haben wir noch eine zweite Seite. Da steht nur irgendwas vom Aktenzeichen drauf. Ansonsten taugt es nur als Rollpapier. Und dann haben wir hier noch ein Inhaltsverzeichnis. Seite 3 bereits. Und dann haben wir eben noch ein paar Seiten voll mit Text, aber auch ganz viel Fußnoten. So, 9 Seiten, das wäre bei mir im Studium nicht durchgegangen. Ja, bei mir auch nicht, aber es ist ja ein toller Trick. Du machst eine Hausarbeit und erstmal 4 Seiten Vorwort vorne dran und irgendwelche Deckblätter. Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Und was meint ihr? Wird die CDU jetzt die Legalisierung torpedieren? Seid ihr jetzt in hellem Aufruhr oder denkt ihr euch? Union. Oh, hallo. Habt ihr immer noch nicht abonniert? Na, dann ist hier jetzt euer Button. Und hier ist noch ein weiteres Video von uns, falls euch dieses gefallen hat. Und hier unten gibt's von die da oben ein weiteres Video zu der Cannabis-Debatte.